Ja, man wird es ja nicht glauben. Also der gute Herr da hinten im Hintergrund ist, es gibt wieder Update-News. Jungs und Mädels, es gibt Update-News. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. In diesem Video, ich hab's mir schon so ein bisschen angeguckt, mit einem halben Auge, da werden wir jetzt dann noch einmal mit einem ganzen Auge und zwei Ohrwascheln, werden wir da jetzt mal reinhören. Ich werde es stellenweise übersetzen. Die, sage jetzt mal, was für mich jetzt aber eher unnötig erscheint, was jetzt zum Beispiel die ganze Platzierung von den Notes und den Rezepten angeht, im Übrigen festhalten. Also es wird auf jeden Fall was mit Rezeptänderungen geben. Nicht alle leider, nur die wesentlichen, meint es Nutz. Es wird ein paar Änderungen geben, wo die Notes sind, in welcher Qualität und welcher Quantität sie sind und wo sie sich überall hin verteilen, wo in Gebäuden Sachen zum Bauen quasi wegfehlen, wo in Tiers Sachen hinkommen, wo sie hinwandern, was sie alles brauchen, Gebäude, was sie alles für Rezepte ändern werden, dass zum Beispiel Geothermie früher im Spiel benutzbar ist. Man glaubt es kaum. Wahnsinn. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Wir starten gleich mal rein. Ich mache mich wieder klein. Should you wait to play Satisfactory before 1.0 comes out? Die große Frage, sollst du warten, weil ich habe es ja jetzt auch schon oft genug gehört, kurz das nur zu dokumentieren und festzuhalten. Sollst du nun 1.0 anfangen, ja oder nein? Musst du neu anfangen? Die Fragen werden hier auf jeden Fall geklärt. Question that has popped up quite a few times the last couple of days, which might be sort of tricky to sort of like answer for everyone since there's not too much information on sort of what's happening with 1.0. But today, I hope to give you a little bit of clarity on this topic. So in this video, I'm going to be addressing some of the changes we made in 1.0 that will affect existing factories. We've made changes to nodes in the world. There's been rebalancing of, you know, existing recipes, and I have some, you know, general information regarding like progression of existing save files. So hopefully that will be very insightful for you all. Das, was ich jetzt vorhin gerade gesagt habe, die Punkte halt nur ein bisschen kürzer dargestellt. Before we get into that, though, I kind of want to talk about a few things first. So I know a lot of you are asking for a release date for 1.0, and I can only really say that, you know, we'll give you a release date when we're ready to give you a release date. A lot of stuff needs to sort of come together for us to be comfortable with revealing any potential dates. So that's sort of why we're keeping it a little bit more under wraps this time around. It won't be like a shadow drop or anything like that, though. So, you know, you'll all be notified well in advance. So yeah, just hold out a little bit more, okay? Stay strong, okay? Also es geht wegen dem release date. Da haben sie leider noch nichts. Ist aber auch verständlich. Ich meine, ich kann mich da ein bisschen so in diese Lage da reinversetzen, wenn ich natürlich nicht genau weiß, wann sowas nun fertig ist und haben wir nun alles zusammen. Da gibt man noch keine Daten raus, aber er hat gesagt, es wird keine Shadow Drop geben, also sprich, das wird jetzt nicht einfach, zack, wird es nicht einfach so da sein, sondern das wird weit genug im Voraus, was auch immer das bedeuten mag, wird das dann angekündigt, wann dann 1.0 rauskommt, aber erst dann, wenn sie quasi einen gewissen Punkt erreicht haben, wann sie scheinbar zufrieden sind oder mit dem Progress halt quasi mit ihrer Arbeit weit genug vorausgeschritten sind. Let's talk about how we're messing up your factories. Okay, let's go. So we've made a lot of changes to nodes on the map. Okay, there's a lot of new nodes on the map, but there's also been alterations to a lot of existing nodes. Very probably not fun to hear, but here we are. Okay. Also da geht's jetzt im ersten Teil einmal hauptsächlich darum, Nodes, wo sie hinkommen, welche geändert werden. Das sind jetzt sehr viele Einzelpunkte. Es gibt auch noch eine Karte zum Angucken, wo was nun geändert worden ist. Da steht jetzt leider nicht so, also es ist, da gibt es vier verschiedene Maps quasi, die auf dem Google Drive bei dem Video dabei sind, was Snoot gepostet hat. Das ist ein bisschen schwierig zum Durchschauen, finde ich. Ich denke, es langt, wenn wir das hier im Video dann einmal kurz abdecken. Die wichtigsten Änderungen, wo ich ein bisschen vorhin schlucken musste, waren natürlich nicht so toll. Some have been moved, some have changed purity, and some are straight up gone, actually. These are changes we've been meaning to make for a long time, but we decided to wait until now, not to cause too many like headaches for everyone leading up to now. So like, it's better to do it all at the end of early access rather than like continuously. I'm going to address some that we think will affect most people. Quick.
Es geht jetzt darum, dass jetzt die Notes, die wahrscheinlich von den meisten benutzt wird, wo es die meisten treffen wird damit. Trigger warning though, a lot of the notes that I'm about to talk about are in the vicinity of the northern forest. Okay, so sit. Es geht hauptsächlich um die Notes im nördlichen Wald. Festhalten. Down, okay. And pause the video if you need to take a breather, okay? Ja, wir haben das schon. Let's dive into it. So to start it off, let's talk about sulfur, caterium, and quartz. So up near the western northern forest, these resources are quite condensed. And to not make this area too resource dense and make players like want to expand away, some of these nodes have been moved, had changes to their purities, or are, you know, straight up yeeted from the game. So there's a cluster of... So, es geht jetzt um den Schwefel. Three sulfur nodes in the northwestern northern forest. Also jetzt, man sieht ja jetzt hier quasi drei, einmal X, was weggefallen ist und einmal das, was unten, man kennt es jetzt natürlich da unten an dem Fluss, da ist einmal eine normale und eine unreine und oben auf dem Berg, glaube ich, war eine reine. Two have been altered. Instead of two normal nodes and one impure node. Entschuldigung, zweimal normal waren es. There are now only two impure nodes. A couple. Also die zwei werden dann, also eine Unreine kommt quasi weg und, naja, so eher so impure, naja, kannst du es dir vorstellen. Zweimal unrein, super. A couple of somewhat centralized normal nodes were also removed from the northeastern snake tree forest and southwestern swamp. Da gibt's, also hier unten beim Sumpf, da war ja auch eine und hier hinten, die weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, ob ich da schon mal... Doch, das ist hier, wo hier unten ist eigentlich normal die Kohlequelle. Die hier oben ist weg und die da unten ist auch weg. And we have instead added several nodes. Aber es kommen zum Glück ein paar neue dazu. Man beachte, grün ist rein, gelb ist normal und grau ist unrein. Also... Es ist ein bisschen was dazugekommen, aber jetzt dieser gute Fleck, den wir hier am Anfang hatten, ja. Of all purities towards the edges of the map. The biggest addition to sulfur is a cluster of three nodes in the southern edge of the... Aber da kommen jetzt drei Schwefelquellen, die ziemlich gepackt an einer Stelle sind. One impure, one normal and one pure. Also da unten einmal die drei Reinheiten, einmal voll durch, einmal rein, unrein und normal. Caterium has largely been kept the same. Moving back to the northwestern northern forest, the pure node up there has been removed. And then ach so, da oben, stimmt, das habe ich vorhin überlegt, so von wegen, wo normal node hanging out there. Wo hier oben, da war ja eine reine Quelle gewesen. Oh, und die normale da hinten ist auch weg. Has been slightly altered in location within. Moment, jetzt müssen wir da mal ganz kurz gucken, wo das ist, weil ich. Da hat sich die Landschaft hier scheinbar. Nee, da hinten, ich sehe hier hinten irgendwo, also wenn das 1.0 ist, mal ganz kurz mal ein bisschen länger drauf schauen. So wie das jetzt halt aussieht, da hinten. Nee, wo sind wir denn hier? Da sind wir irgendwo am, da an diesen, weißt schon, da wo diese Abgrundzeugs ist. War das schon immer das? Ich war da hinten so selten, aber es scheint hier auch noch ein Kalkstein hingekommen zu sein. Interessant. In the biome. The only other remove. Also das ist halt schon, es müsste ungefähr hier irgendwo in der Gegend sein, hier hinten. Das ist schon sehr weit weg. Pools of Caterium are in the western edge of jungle spires, southeastern desert canyons and northwestern swamp. Okay, die drei sind da auch noch weggekommen. Gut, der da hinten, ich glaube, das wird die wenigsten stören. Das war sowieso schon immer so ein Teil, was so megamäßig abgeschieden war. Replacing the normal node in the swamp is another cluster of three in roughly the same location, consisting of one pure node. Super, unterirdisch auch noch. Node and two normal ones. Das ist jetzt quasi das, wie sie es jetzt neu anordnet.
So when it comes to chords, the Titan Forest was kind of unhinged. There were way too many chord notes there. So some of them have been... Ja, wir erinnern uns, diese Quarzquellen, die hier oben sind, an dem nördlichen Wald, da wo es zum Sumpf runtergeht, da braucht man, glaube ich, nicht darüber reden, dass das einfach übertrieben war, wie viele dort waren. Deleted. Replacing those in roughly the same location is... Und alle sind jetzt weggelöscht und es werden jetzt nur noch drei direkt etwas mehr zum Wald, also mehr zum Wasserfall hingerichtet. One pure node and two normals. Two pure nodes at the northwest. Das ist etwas, was mich ein bisschen sehr arg stört. Genau da hinten. Die zwei Reihen weg. Also, bin ja ein ruhiger Chaos, aber manchmal... An edge of the northern forest are also gone, replaced by two impure ones in the... Mhm. Zwei Reine werden uns weggenommen und dafür kommen dann zwei Unreine da in dieses Tal rein. Ching. Same biome, but more centralized at the northern border, and another cluster of three, this time in the southern forest, consisting of one... Warte mal. Wenn das jetzt hier unten... And another cluster... Wenn hier unten Quarz ist und hier unten Schwefel... Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders da weit weg. Das eine ist ja da unten in einem anderen Tal drin und das andere hier geht ja mehr zum blauen Krater hin. Huhuhuhu. Cluster of three, this time in the southern forest, consisting of one pure, one normal, and one impure node. There have also been changes to purities to other nodes for all three materials. While I'm not sure it's worth going through like each one here, it's worth noting that like most of these involve nodes being nerfed from normal purity down to impure. Next, let's talk about coal, okay? So the only changes... Kohle. Die gute Kohle. ...here affecting current factories are the removal of three nodes. One pure node in... You guessed it, the western northern forest, as well as two normal nodes in the eastern dune forest, around like the coin tree forest. In their places, a cluster of four nodes have been added to the very northwestern of the rocky desert, a couple in the jungle spires, and finally, a metric shit ton of coal is replacing the two normal nodes in the dune forest. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Gut, diese zwei normalen da unten, ist auch eher selten, dass man die, also dass ich die jemals benutzt habe. Also ich habe sie einmal benutzt, wo ich hier unten meine Basis mal einmal hingebaut habe, das ist aber schon sehr lange her. Diese Reine hier oben ist leider auch weg. Dafür kommen halt dann hier oben zwei normale und zwei unreine nochmal hin. Die Impure, das haben sie ja auch geändert. Die waren vorher normal. Puh. Aber wenigstens die drei da oben, die bleiben auf rein. Immerhin. Bitte gerne natürlich auch dieses Video jetzt halt hier auf Pause drücken, gerne dann auf den Satisfactory Calculator schauen und gucken, ob da irgendwas auffällt. Also das sind schon wilde Änderungen bis jetzt. And to top it off, we've finally given the sprinkle treatment to iron, copper, and limestone to large sections of the map. Since most of these are completely new rather than moved, I won't go into details, but just know that the map has indeed been sprinkled. Es wurden für Eisen, Kupfer und Kalkstein wurden viele Änderungen gemacht und er meinte, sprinkled, also das quasi sehr, sehr gut verteilt an, also gesprenkelt. Weißt ja, so ist es anders erklären. Mir fällt gar nichts anderes dazu ein. Es ist sehr gut anscheinend verteilt. Iron's case, actually, however, it's worth mentioning that two normal nodes in the southeastern Titan Forest have Eisen nodes, die zwei normalen. Puh, da habe ich auch noch nie drauf geguckt. Been removed, as well as one on the edge of the Titan Flats, replaced with a cluster of three normals in between these locations. Sie machen einmal einen Cluster weg und tun einen neuen Cluster hin. Finally, I want to talk about geysers, okay? Geysire, ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Actually, nothing was removed for geysers. Instead, a bunch of them were added. We've been meaning to do this for... Es gibt jetzt einige mehr an Geysire. Pass auf, aber es kommt noch was nach. A while now, and here we finally are. Also das ist jetzt...
Ich sage jetzt mal, das ist jetzt schon massiv mehr, aber die nächste Änderung von wegen, was wir jetzt zum Beispiel für den Geothermalenergie brauchen, das ist schon geil. Hello, what's up? My name is not Snoot, but I would like to note a quick couple of last minute things happening to uranium in 1.0 on top of everything else we just mentioned. Ja, anscheinend ist da was nochmal dazugekommen am Schluss. Zweiter Community Manager noch dazu gesagt, es gibt ein paar Änderungen, was Uran angeht. Swamp Area, currently in the live game, we have one normal node of uranium that is being changed in 1.0 from normal down to impure. Da geht es darum, dass der, Moment, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, wo es ist. In the swamp area, im Sumpf, diese eine Node von Uran, was normal ist, wird dann zu unrein. In the live game, we have one normal node of uranium that is being changed in 1.0 from normal down to impure. Oops. On top of that, we're also adding one impure node of uranium to the Dune Desert Plateau. Also da gibt es jetzt stattdessen, dass sie es halt noch mehr aufgeteilt haben, kommt jetzt da oben auf dieses Plateau nochmal eine Unreine drauf. Also die Menge an Uran ändert sich nicht, bloß halt, es muss nochmal ein zusätzlicher, also für die, die natürlich auf maximale Energie mit Atom gehen, da muss ein neuer Standort noch zusätzlich erschlossen werden, wo das Uran herangekarrt wird. We're also adding one impure node of uranium to the Dune Desert Plateau area. Übrigens, er kommt dann... Also, er kommt gleich nochmal ein zweites Mal vorbei. Have fun! So, to summarize, it might sound like we've nerfed and removed many nodes, but there are overall more nodes of every type on the map in 1.0. Das ist jetzt wieder was für die, die dann nachher dann die Maximalzahlen austesten wollen, wo ich vielleicht auch drauf schauen werde. Nachdem ja in einem anderen Video schon drüber geredet worden ist, dass ja diese Fabriken und so weiter sehr viele Optimierungen kriegen sollen. Ich weiß nicht, wen sie da quasi als Benchmark hernehmen, um zu sagen zu können, ja, das wird jetzt unbedingt besser. Mal gucken. Auf jeden Fall soll es insgesamt mehr Rohstoffe geben. Da lassen wir uns mal überraschen, wenn der Kalkulator aktualisiert ist oder wenn man die Zahlen jetzt ausrechnet. They're just like a little bit more spread out, sort of. They might logistically be trickier to utilize now, but there are more resources to exploit in general. We'll provide more detailed maps in the description, so do check that out if you want to learn more. So in 1.0, you're going to be seeing some rebalancing of existing recipes. Jetzt geht's die neu gebalanceten Rezepte. A big change we've made is how players will interact with supercomputers. Das Thema Supercomputer. So supercomputers will no longer be part of the Caterium MAM tree and they Also jetzt, ich muss jetzt öfters Pause machen. Also Supercomputer werden zukünftig nicht mehr im Caterium Tech Tree drin sein. Will no longer be needed to make programmable splitters or geothermal. Das finde ich eine gute Lösung, das finde ich eine sehr 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 gute Lösung. Also ein Supercomputer und Thermalenergie ist jetzt kein Supercomputer mehr drin. Heißt, das Ganze ist auf jeden Fall Early-Game-fähig. Also, zumindest Geothermie. Was jetzt mit den programmierbaren Splittern ist, weiß ich natürlich nicht. Ich habe da schon lange und oft mit euch da auch im Stream drüber geredet und auch in den anderen Videos. Geothermie mit Supercomputer, das ist natürlich zu dem Zeitpunkt, brauchst du es nicht mehr. Achtung, da kommt dann aber gleich noch was. Generators. So, programmable splitters instead need high-speed connection. Das übersetze ich jetzt nicht, weil ich weiß, was kommt. And geothermals will require AI limiters. Hopefully with this change, geothermal power will become much more viable in the early game and make use of all those new geysers that we've added. Actually, there seem to have been some changes made yesterday, which now makes the programmable splitter use AI limiters. Also der programmierbare Splitter nimmt KI-Begrenzer. Instead of high-speed connectors. As well as the geothermal generator use high-speed connectors. Und die Geothermie nimmt stattdessen High-Speed-Anschlüsse. High-Speed-Anschlüsse kriegt man ja relativ schnell zusammen. Da bin ich mit meinem letzten Playthrough auch relativ gut mit umgegangen. Ich habe lange Zeit mit den High-Speed-Anschlüssen meinen Kampf gehabt, aber ich glaube, ich habe das jetzt endlich niedergelegt. In dem Fall
sag ich mal, mega geil, wenn du da ein paar raufstellst, im Early Game, sicher interessant. Instead of AI limiters. So, you know, just a little last minute switcheroo, but hey, at least they are both still free from supercomputer jail. Up till now, you had to work through almost all progression in terms of phases and tiers to reach some of the fun stuff you could utilize, you know, when you're sort of working on your late game factories. However, that fun stuff could then not be used for progression because your progress would be complete at that point. So we've done some switcheroos to make sure that you have access to some of the like handy tools before you reach the end game, so you can sort of play around with them faster and, you know, be more accustomed with them before the very end. Geht jetzt um so ein paar Änderungen, die das Endgame mit Sachen betrifft, die du vorher freischalten bzw. umgekehrt. Example of this is the gas mask, which is now unlocked. Die Gasmaske gibt's jetzt in the Mycelia Mam Tree instead. Im Mycelium Mam Tree, also in nicht mehr im Hub zum Freischalten, sondern im Mam. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man da umeinander gehen möchte und sie schnell die Gasmaske bekommen möchte. In Tier 5. So if you want to get to explore in earlier, this is going to be possible. You will be able to acquire the jetpack right as you enter Tier 5 now. In Tier 5 kriegst du automatisch sofort das Jetpack. Ja, ist okay. Rather than needing oil processing completed first, Logistics Mark 4 now include the truck instead of. Oh, der MK4-Band beinhaltet jetzt quasi die LKWs schon. The fuel generator, which was instead moved to its own milestone. But perhaps one of the biggest. Warte mal, da war noch was Wichtiges dabei mit den Treibstoffgeneratoren. Completed first. Logistics Mark 4 now include the truck instead of the fuel generator, which was instead moved to its own milestone. But perhaps one of the biggest changes is that trains and fuel generators no longer require computers or Züge und Treibstoffgeneratoren brauchen keine Computer mehr. Top. Heavy modular frames to be unlocked. Und heavy frames zum unlocken. Locked, making them both accessible even before you build your first manufacturer. So das finde ich gut, weil sonst hat man ja immer, das war sonst immer so ein komischer Dämpfer in dem ganzen Fortschritt, dass du halt immer mit diesen blöden Computern und aber da hat sich auch das Rezept geändert im Übrigen, dass mit dem Computer und mit den schweren Rahmen die Sachen freischalten, das dämpft. This means that indeed now you can use trains to aid in the automation of computers and heavy modular frames. Da ging es auch sehr darum, die Züge wie so früh wie möglich dann halt auch in die Manufakturen Automation mit einfließen zu lassen, dass die quasi da mit den Zügen auch reingespeist und versorgt werden. On top of all that, heavy modular frames are no longer used for any buildings in Tiers 5 and early 6, while schwere Rahmen sind ein bisschen reduziert worden. Computers are not used for early Tier 6 and should instead be focused on for unlocking stuff in Tier 7. Zum Unlocken in Stufe 7 brauchst du erst wieder Computer. Sehr gut. Also, circuit boards and electromagnetic control rods are no longer used when constructing buildings or unlock costs at all, actually. Circuit boards, also Platinen und die elektromagnetischen Steuerstäbe sind nicht mehr gebraucht, um Gebäude zu bauen und Unlocken, also die Tiers dann freizuschalten. Gut, die elektromagnetischen Steuerstäbe, die finde ich nach wie vor immer noch ein bisschen anstrengend, aber ja gut, wenn es so ist, dann ist es halt so. So, let's talk about computers and heavy modular frames themselves, okay? So, I come bringing sad news, unfortunately, everyone, okay? So, very sorry to say this, but in 1.0, computers will no longer require screws to be built. Oh, sad, sad. Du wirst keine bei den Computern im Standardrezept wirst du keine Schrauben mehr brauchen. Traurig, traurig. Das ist im Übrigen das Rezept. Was brauchen wir denn da? 20 Platinen, 2 Kabel. Was, nur 2 Kabel? Nur so wenig. Okay. 2 Kabel. Das glaube ich jetzt nicht ganz. Und 40 Plastik. Aber dafür gibt es später dann ein paar Änderungen. Ted Times.
This falls in line with making the manufacturer a less daunting building when you start using it, as computers will now only require 3 parts to automate instead of 4. However, we did double the usage of computers that are already used as an active ingredient in other recipes to sort of Dafür ist halt in anderen Rezepten, zum Beispiel Radiokontrolleinheit Funksteuereinheit, ist dafür die Anzahl von den Computern natürlich erhöht worden, weil Ausgleich und so weiter. Das ist jetzt das geänderte Rezept. Ich habe das jetzt nicht auswendig im Kopf, welches Rezept das ist, ob das das Standardrezept ist oder auch nicht. Quarzoszillat, nee, ich glaube, das ist das Standardrezept. Ja, 2,5 pro Minute. Jetzt, wenn man wüsste, wie viele Computer da pro Minute rauskommen im Standardrezept, das wäre natürlich wieder was gewesen. Balance the relaxation of this recipe. For heavy modular frames, the biggest change is probably a rework to make them require nice, you know, even numbers. So this has been done by... Schwere Rahmen, da gibt es jetzt eine Änderung an den Zahlen, dass die Zahlen gerade sind. Wir wissen es, das sind so bescheuert krumme Zahlen mit dabei. 120 Schrauben, das ist natürlich auch wieder so eine... Ist wurscht, aber das ist die Änderung im Standardrezept. Finde ich gut, dass da jetzt endlich mal gerade Zahlen da sind. Danke. Increasing the amount of steel pipes and screws needed, but also relaxing the materials needed to make encased industrial beams by quite a bit actually. So encased industrial beams will now require much more concrete than steel beams. Also für die ummantelten Stahlträger, also Stahlbetonträger, brauchen wir jetzt aber deutlich mehr Beton. Ja, das muss ich zeigen im Laufe des Spiels, wo halt jetzt dann überall diese ganzen Kalkstein-Notes, diese neuen dann hin sind oder wie sie sich in der Reinheit verändert haben. Ansonsten finde ich das jetzt nicht schlecht. Which relaxes the need for steel, while limestone is available in abundance. The goal with the changes to both encased industrial beams and heavy modular frames is that the recipes simply synergize like a lot more now. Next thing I want to talk about is... Es ging in sehr darum, dass jetzt die Rezepte sich sehr Synergien entwickeln, dass das halt von den Zahlen halt her einfach viel besser passen soll. Fuel generators. Treibstoffgeneratoren, das ist eine tolle Änderung. Pass auf. Okay, One change we've made to fuel generators is that they will now produce 250 megawatts of power instead of the current 150 megawatts, while still requiring the same amounts of all types of fuel. This Moment, ich muss da eins zurück. Die Treibstoffgeneratoren machen jetzt 100 Megawatt mehr bei gleichem Verbrauch. Durch die Bank weg. Also die Zahlen von den Sachen, die drin sind, was gebraucht wird an Turbotreibstoff, an normalen Treibstoff, an Biofuel. Alles das Gleiche, aber 100 Megawatt mehr. Das vereinfacht natürlich da auch einiges. Und wir kriegen einen Haufen mehr Strom dadurch raus. 150 Megawatts, while still requiring the same amounts of all types of fuel. This means that you need less buildings in order to produce the same amount of power you are doing today. So either get to deleting some of those extra fuel gens, or you can, you know, underclock all of them. And das halte ich jetzt mal wieder für einen Witz. Wieso sollten wir Strom wegmachen? Kann man auch nie genug gebrauchen, oder? You should be Gucci. This change was made so that fuel generators weren't completely overshadowed by the addition of nuclear later on. There are a couple of more minor recipe changes that we're still sort of tweaking with, that you'll sort of have to explore yourself. Ja, das ist jetzt natürlich, dass sie sehr viele Alternativrezepte und allgemein alle Rezepte ein bisschen rumtweaken, aber das soll man selber drauf kommen. 1.0 drops, but these are sort of the heavy hitters and the ones that, you know, should affect your existing factories the most. So with this Okay, also mit dieser Information von wegen, was wir jetzt alles für Teile irgendwo brauchen. Gut, ich weiß ja nicht, wer von euch noch das Standardrezept von Computern hernimmt, wenn er schon, keine Ahnung, 100, 200 Stunden in seinem Game drin ist. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, also, das ist jetzt eine sehr große Behauptung. Ich meine, Coffee Stain wird wahrscheinlich davon ausgehen, dass sehr viele Leute, oder es wird wahrscheinlich der Fall sein, dass sehr viele Leute noch im Early Game sind. Early bis Mid Game. Dann dürfte diese Aussage zustimmen, dass das viele Leute treffen wird.
information. Hopefully you'll have a bit more to go on, whether you'll want to reconfigure your existing factories or if maybe it's, you know, time to start anew once 1.0 drops. One final bit of info I'd like to share is about progression and the story. So if you choose to continue your save file, you... Das werde ich jetzt ab dem Punkt ein bisschen abkürzen, weil jetzt nichts mehr wirklich an Informationen kommt. Es geht darum, dass wenn du jetzt dich entscheidest, möchtest du jetzt die Story spielen, ja oder nein, und du möchtest deine bestehende Fabrik weitermachen, wirst du die Story nicht so erleben können, wie quasi, wenn du neu anfängst. Das bitte im Hinterkopf behalten. Du musst aber nicht dazu ein neues Game anfangen. Außer du willst natürlich die Story spielen. Das ist das Wichtige daraus. Aber wir gucken uns das jetzt trotzdem noch zu Ende raus an. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. You will need to redo some of the unlocks that you already have as things have changed around in the tiers and the MAM. You know, milestones are sort of new and that will sort of make it so you need to unlock them again, essentially. And it might not be obvious like which ones you need to unlock again and stuff like that. There will also be story triggers that won't trigger properly on current saves. And it's nothing that, you know, won't stop you from completing the game or anything. Also es geht um diese Story Trigger, also sprich, ich vermute, dass das wieder irgend sowas ist. Du setzt deine erste Manufaktur zum Beispiel und dann wird irgendwas getriggert in dem Moment. Vermute ich. Also irgend sowas in diese Richtung wird es wahrscheinlich sein. But you will miss out on some of these aspects. That said, if you don't care about the story and, you know, just want to grind on and complete the game and are okay with fixing up your factories, you should be fine. But for everyone else, if you do want to experience the story elements properly, we'd recommend starting over 1.0 drops to get sort of the full progression experience. All right, that's it. Hopefully this gives you a little bit more insight in preparation for 1.0. Let me know in the comments, you know, whether you plan to restart from the very beginning again or if you're going to keep chugging on. So thanks for watching, everybody. See ya. Ja, die Frage kann ich jetzt auch nur an euch weitergeben. Also unten in die Kommentare rein. Fängst du neu an in 1.0? Machst du weiter bei deiner bestehenden Fabrik? Ich fand heute mal sogar... Ja, gute Informationen waren dabei. Also sie haben für mich gut überwogen. Natürlich bräuchte man jetzt vielleicht noch eine Karte, wo man tatsächlich nochmal alles aufgeschlüsselt sehen könnte. Das wäre natürlich tipptopp. Aber es ist halt so, wie es jetzt ist. Auch nicht schlimm. Das mit den Treibstoffgeneratoren finde ich cool. Das finde ich richtig geil. Hey, da wird meine 2516 Produktion auch mal richtig abgehen. Da haben wir ja nochmal einen Haufen Generatoren hingebaut. Oh, 100 Megawatt mehr. Da bin ich mal gespannt, wie das da mit den Übertakten dann ist. Was dann dabei am Schluss rauskommt. Warte mal, da muss ich mal kurz den Taschenrechner nehmen. Wenn wir sagen, wir haben 250 mal 2,5. 500. Was? 500? Nee, Schmarrn. 625 Megawatt wären das dann, wenn die auf 250% übertaktet sind. Aber wir haben ja, wo wir gerade dabei beim Übertakten sind, wir haben ja auch noch überhaupt gar keine Info von wegen, was jetzt halt überhaupt mit diesen Übertakten mit dem Stromverbrauch ist. Wissen wir alles leider noch nicht. Also, unten in die Kommentare rein, fängst du neu an, ja oder nein? Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Leute.